Hallo und herzlich willkommen bei mir hier auf der RC-Bruderbaustelle im schönen Allgäu im Süden Deutschlands. Und wir haben heute Tag 4 der Dirty White Serie, der Detailvorstellung meiner kleinen Flotte. Und am ersten Tag habe ich euch ja die Walze gezeigt, die Ingersoll Rand. Am zweiten Tag war dann die Cut D8 Planierraupe dran. Und gestern, am dritten Tag, der Bobcat Teleskoplader. Heute, wie gestern schon versprochen, der Liebherr Radlader. Den holen wir auch gleich mal her. Das ist es, das gute Stück. Und jetzt sagt ihr natürlich zu Recht, Moment, das hast du doch gestern gesagt, Radlader war nicht so und irgendwie keine Lösung und außerdem immer was anderes. Ja, aber ich wollte einen. War im Endeffekt der Hintergrund und der Radlader ist sehr frisch, sehr neu. Der ist jetzt gerade ein halbes Jahr alt, den habe ich im März diesen Jahres gebaut. März, ja. Und ich habe gesagt, es muss ein Radlader irgendwann mal hier. Also der Teleskoplader ist super, aber eine Baustelle ohne Radlader geht einfach nicht. Und da ist er. Schauen wir uns mal ein bisschen die Eckdaten an. Er ist ausgebleit in den Reifen, bringt 4,2 Kilo sowas auf die Waage. Wir haben eine Länge von in der Stellung 56 cm, Höhe 24, Breite, der Radstand sind 17,5 und die Schaufel ist bei 18. Also auch hier seht ihr, die Schaufel ist ein bisschen breiter, war mir also auch hier bei dem Modell wichtig, dass die Schaufel ein Ticken breiter ist wie die Spurbreite, damit ich einfach eben, wenn ich etwas wegnehme, mit der Zeit nicht immer mit den Reifen dann draußen auf dem Rand drauf habe. Ihr seht schon, er schaut ein bisschen anders aus und das ist eigentlich auch genau der Grund, warum er es in meine Dirty White Flotte geschafft hat. Nicht nur, weil ich überaus zufrieden bin und voll begeistert von diesem Modell, sondern weil er eben etwas anders ist als der normale Radlader, den ihr schon zigmal umgebaut auch irgendwo gesehen habt. Ich zeige euch das jetzt mal. Original ist es, glaube ich, ein Liebherr 574, L574. Den Bruder rausbringt. Ist ja auch schon ein etwas älteres Modell. Ist ja schon länger auf dem Markt. Das ist dann dieses hier. So. So schaut die Kabine normalerweise aus. Und auch das Heck und die Motorhaube, das ist alles komplett anders. Ja? Das heißt, den vorderen Teil, den habe ich 1:1 übernommen. Bis auf Radkästen und so, das zeige ich euch noch. Aber die Kabine ist komplett neu aufgebaut. So. Genauso wie hier die Motorhaube. Ja, seht ihr, ist also von dem her ist alles etwas anders gehalten. Und auch hinten das Heck. Schaut genauso anders aus. Ja. So. Aufgrund dessen, dass er jetzt ein bisschen anders ausschaut, muss ich sagen, klar, gefällt er mir natürlich noch besser als zuvor. Und ich habe beim Teleskoplader ja schon erwähnt gehabt, ich hatte keine richtige Lösung. Also ich bin Hydrauliklader gefahren, wo ich sage, natürlich Kraft und geschwindigkeitstechnisch bombastisch. Also sowas von irre, dass ich sage, wie willst du das noch toppen? Und ich wollte auch hier immer noch keine Hydraulik einbauen, sondern wollte eine elektronische Lösung. Und bin auch elektronische Radlader gefahren. Gibt ja auch diverse Umbausätze hier im Internet zu finden. Haben mir nicht so gefallen. Also das Problem an Spindelmotoren ist einfach entweder Geschwindigkeit oder Kraft, beides. Also entweder sie haben Kraft, keine Frage, aber sind mir dann ein bisschen zu langsam oder es passt nicht genau vom Verhältnis her zueinander.
So, und dann bin ich auf die Umbausets vom Wolfgang gestoßen. Ihr könnt es hier bei YouTube auch finden. Gibt es mal einen irgendwie Radlader-Umbausatz mit Modulen oder sowas, nennt sich das. Und die habe ich mir angeschaut und muss sagen, top. Bestellt, super Kontakt, klasse Anleitung, also auch sehr, sehr einfach. Hätte ich selbst nicht besser machen können. Klasse. Also ich bin absolut zufrieden. So schnell habe ich das Modell nicht erwartet, umzubauen. Ging rasant schnell, denn wir haben vorne hier in dem Vorderwagen ein Modul für den Hub. Wir haben hier vorne den Zylinder drin und hinten das Pendel und normalerweise eben auch ein Modul noch für die Lenkung. Das habe ich hier allerdings anders realisiert, komme ich nachher noch drauf. Jetzt fangen wir mal vorne an. Dazu schalten wir ihn mal ein. Diesmal habe ich den Akku schon da. Wieder mein tausender Zippy. Akku kommt hinten rein, ist einfach zum Aufklappen. Regler pfeifen, Modellbauregler wie überall und normalerweise Lipo-Wächter mit rein. Ich fahre ihn ja nicht leer. Deswegen lassen wir ihn jetzt draußen. Fernbedienung, FlySky für den Computer ohne Display. Und jetzt schauen wir uns mal vorne die Funktionen im Detail an. Was haben wir alles? Der Hub wird realisiert über einen Motor, der sitzt da seitlich drin und treibt im Endeffekt hier mit diese zwei Hebel an, die den nach oben drücken. Der Wolfgang war so super, der baut hier gleich Endabschalter rein, oben wie unten. Hervorragend. Ich muss auch sagen, ohne das wäre es kritisch, denn der Motor hat so viel Power, der würde hier wahrscheinlich vorher den ganzen Vorderwagen auseinanderreißen, bevor der aufgibt. Deswegen super gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich verzichte hier etwas auf Kraft bei diesem Motor, denn ich habe ein größeres Ritzel eingebaut, damit ich einen schnelleren Hub bekomme. Also wir schauen mal, wenn ich jetzt mal ganz nach unten fahre, jetzt sind wir ganz unten. Er drückt sich ein bisschen hoch, nicht viel, aber ein bisschen, das macht er. So. Fünf Sekunden sind wir oben. Und das ist genau das, was ich wollte, dass ich einfach sage, okay, ich habe ein flüssiges Fahren, ich habe ein flüssiges Auskippen. Ansonsten ist es genau das Modul hier, das hier verbaut wurde. Das zweite Teil ist hier dieser Schaufelzylinder. Das ist er. Ist von der Kraft und von der Geschwindigkeit her super. Original keine Endabschalter drin, denn hier sind so Beilagscheiben mit dabei. Also der fährt auf Anschlag, bleibt da stehen, aber er fährt sich nicht fest. Finde ich super. Hat übrigens unten wie oben mit diesen Endabschaltern und diesen Endanschlägen einen Vorteil. Wir haben hier keine Lastabschaltung. Denn was passiert nämlich bei einer Lastabschaltung? Ich fahre jetzt ins Material rein und will jetzt ganz, ganz fein oder langsam nur was aufheben oder eine Planie machen, bisschen was von der Straße abtragen. Jetzt fahre ich ja ganz sachte an. Der Motor kriegt wenig Volt, braucht dafür einfach einen Ticken mehr Ampere und eine Lastabschaltung würde jetzt bewirken, dass er abschaltet. Also der denkt, oh, ich bin ja am Ende. Motor blockiert, zieht viel Ampere, schaltet ab. So, das gleiche macht er aber auch, wenn ich sehr, sehr feinfühlig fahren möchte. Ja. Haben wir hier nicht. Keine Lastabschaltung. Heißt, ich brauche A, keine speziellen Regler, das ist natürlich toll, weil ich meine ganz normalen Regler verbauen kann. Und wie gesagt, ich habe die Endabschalter drin, von dem her alles super. Ja? Und ich kann eben auch ganz, ganz langsam fahren. Das heißt, selbst wenn ich jetzt im Material drin stehe und sage, ich hebe den jetzt an, ganz langsam, das macht er. Ja? Er kriegt zwar mehr Ampere, aber er macht es, ja? Ohne abzuschalten. Ich habe hier Endabschalter drin, die sind hier in dem Arm mit eingebaut, einfach um das Modell etwas zu schützen. Und der ist original, die Aufnahme hier unten auch. Das ist alles mit dabei übrigens. Und das Einzige, was ich verändert habe, ist hier diese Anlenkung von der Schaufel. Denn, jetzt sehe ich gleich wieder nicht mehr. Mal ein Stück zurück. So, jetzt seitlich, dann seht ihr es auch am besten. Ich kann jetzt hier oben fast
überstrecken. Kann also hier oben ganz zumachen. Auch wenn ich weiter unten bin, bleibt das Material noch drin liegen und fällt nicht gleich raus. Und ich kann ihn oben ganz auskippen. Und zwar mit einer Schräge, wo ich sage, da fällt auch das Material raus. Denn was hilft es mir, wenn ich sage, irgendwo hier ist Original, so ein Stück drunter, so, wenn ich ganz oben bin, da fällt nichts raus. Wie soll denn das Material ganz oben aus meiner Schaufel rauskommen? So. Jetzt bin ich auf einer Höhe von 25,5. Da kann ich jetzt drüber fahren, über die Bordwand im Endeffekt, und könnte selbst jetzt einen hohen Kipper noch ohne Probleme ausladen. Und zwar richtig. Und ihr seht, der macht am Schluss nochmal so einen Knack. Dadurch fällt auch wirklich alles raus. Klar, er überdrückt, aber ich bin jetzt hier bei 21 cm. Und bei 21 cm, da komme ich schon wo hoch. Also da brauche ich mich nicht verstecken. Ja, da kann ich jetzt also auch mehr laden als nur den kleinen MAN. So, das war der Endabschalter. Und jetzt fahren wir das Ganze nochmal runter. Durch diese veränderte Anlenkung habe ich jetzt noch das zweite. Ich mache euch jetzt mal das Vorgehen hier auf der Baustelle. Das heißt, so, ich fahre jetzt vorwärts ins Material. Und jetzt möchte ich das aufnehmen. So, Platz zu stehen. Jetzt möchte ich das aufnehmen und möchte, wenn ich jetzt den Arm hochnehme, kann es natürlich sein, mir fällt wieder was runter. Das heißt, wenn ich hier im Material drin stehe, muss die Schaufel auch zugehen, und zwar richtig zugehen. So, das ist maximal, mehr geht nicht. Okay? Ich stehe jetzt hier an und jetzt ist aber die Schaufel auch wirklich zu. Das heißt, jetzt kann ich rückwärts fahren und kann mein Material wegfahren, ohne dass ich gleich den Arm erstmal bis irgendwo hochfahren muss, damit das ganze Ding funktioniert. Ja? So. Fairerweise, durch diese veränderte Anlenkung passt die Kinematik nicht mehr. Also ihr seht, wenn ich jetzt hier hochfahre, verändert sich der Winkel der Schaufel. Erst jetzt greift es. Normalerweise bleibt die Schaufel ja immer in dieser Position. Ja. Ist jetzt hier nicht der Fall, aber ich habe hier einen Joystick. Also ich mache das hier alles mit auf einer Seite und kann dementsprechend natürlich auch zwei Funktionen parallel fahren. Das soll funktionieren, habe ich gehört. Wer das kann, hat dann auch keine Probleme, wenn die Kinematik nicht funktioniert. Wer nur eine Funktion fährt, lässt es vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja, jedem seine Sache, überlegt es euch. Das war jetzt der ganze Vorderbau. Das hier ist alles original. Ich habe andere Kotflügel hingebaut, die mit diesen Unterlegkeilen, mit diesen angedeuteten, und hier mit den Lampen. Die sind nur gesteckt. Und ich sage jetzt die, weil normalerweise auf dieser Seite hier natürlich auch eine Lampe ist. Nur beim Hin- und Herstellen des Modells vorher bin ich hingekommen und die sind nur gesteckt. Also ich kann euch das auch hier zeigen. Die sind nur aufgesteckt. Und ja, was passiert? Ich komme hin und das Ding fliegt in die Tiefen meiner Werkstatt hier. Und ich habe es nicht mehr wiedergefunden auf die Schnelle. Ich wollte euch ja heute das Video auch dementsprechend machen, wie versprochen. Deswegen diesmal noch ohne Lampe. Ja, ärgert mich wahnsinnig. Jetzt muss ich nochmal suchen und wird schon wieder irgendwo auftauchen. Mal schauen. Das ist also hier der gesamte Vorderbau. Kommen wir nach hinten. Wie schon gesagt, die Kabine ist eine andere. Das ist auch alles neu aufgebaut. Und ja, jetzt kommt es ja wieder, ihr Liebherr-Fanatiker. Der Original Liebherr 576 sieht anders aus. Ja, tut er. Ich wollte ja eigentlich nur damit andeuten, dass es das neuere Modell ist. Ab Werk sieht der Liebherr 576 nicht so aus wie meiner, denn das ist Spezialanfertigung für die RC Bruder-Baustelle. Den habe ich so beordert mit anderen Lüftungseinlässen, mit ein bisschen angepasster Motorhaube, damit es einfach spezieller wird. Habe ich so gemacht, habe ich mir gedacht, machen wir mal so. Für jemanden, der sagt, boah, wenn jetzt da 576 draufsteht und der schaut anders aus, dann kann ich damit nicht leben. Also ich kann es. Ist mein Modell. Bin zufrieden damit. Und lieber steht irgendwas drauf. Und
für jemanden, der nicht täglich mit einem 576er Liebherr konfrontiert ist, könnte es tatsächlich auch einer sein. Hier hinten, das Ganze ist klappbar. Da sitzt jetzt hier der Akku drin, das ist ein Akkufach. Und darunter die Pendelachse, die Elektronik. Die Elektronik sitzt aber eher hier in der Mitte. Stoßstange ist auch neu, ist also auch nicht die originale. Die ist nämlich dementsprechend auch angepasst, etwas schmäler auch. Und ja, das vom Optischen her. Angetrieben wird er von vier RB35 Motoren. Und vorne der Hub wird auch durch einen RB35 Motor realisiert, der hier eben seitlich drin liegt. Und ja, wer sich damit ein bisschen beschäftigt, die brauchen auch ganz schön Strom. Und ich fahre auch hier wieder mit diesem 1000er 3S Zippy Akku. Der hält nicht ganz so lange in diesem Modell. Also die anderen Modelle sind da wesentlich sparsamer. Hier, wenn ich normal fahre, maximal eine Stunde, eher 50 Minuten. Dann sind die 1000 Milliampere weg. Und dann muss ich einen neuen Akku einlegen. Ich habe sehr viele davon, stört mich jetzt nicht. Und wenn ich normal jetzt nicht nonstop schweres Material lade, dann komme ich auch ein bisschen was über die Stunde. Und ihr wisst ja, Lipos möglich in einer knappen Stunde zu laden. Das heißt, auch hier habe ich wieder diesen Wechsel drin. Ich kann also zwischendrin laden. Ist für mich jetzt dahingehend kein Problem. Schauen wir uns das Ganze nochmal von unten an. Das Modul, das ich nicht genommen habe, so, vom Wolfgang, ist die Lenkung. Hier sitzen zwei Servos drin. Weiß nicht, ob einer gereicht hätte. Mir waren zwei sinnvoller, denn das Modell ist wahnsinnig schwer. Und wenn der im Gelände drin steht, muss er das natürlich auch packen, dass er sich zurückstellen will. Und ich will nicht dauernd einen kaputten Servo tauschen. Und ich wollte jetzt aber auch keinen 60, 70, 80 € aus dem 1 zu 6er oder 1 zu 8er Benzin-Rennwagen klauen, wo ich sage, da weiß ich wieder, platztechnisch ein bisschen problematisch, vielleicht war jetzt nicht meine Lösung, sondern ich habe mir gedacht, ich baue jetzt einfach zwei ein, einer drückt, einer zieht. So sind sie auch angeschlossen und das funktioniert auch erst drei. Das Gute ist, ich brauche jetzt keinen Endabschalter oder ähnliches, sondern ich kann ja an den Servos genau einstellen, bis hierhin und nicht weiter. Muss ich natürlich für beide gleich einstellen, das ist der Haken daran, also Einstellungssache, ist hier etwas mehr. Und was ich echt unterschätzt hatte am Anfang, was ein bisschen mehr Zeit gekostet hat, ist, dass diese zwei Hebel hier absolut richtig eingestellt sein müssen. Das heißt, wenn hier einer ein bisschen mehr Spannung hat als der andere und die wollen sich jetzt, einer drückt eben und einer zieht, ja, dann kommen die sich ein bisschen ins Gehege. Also da verliere ich sonst Kraft und wenn die aber jetzt wie hier sind sie super eingestellt, da habe ich auch gar keine Probleme, dann läuft das locker und leicht. So, ja. Zu diesen zwei Servos, also wie gesagt, das Modell hat jetzt 4,2 Kilo. Und wenn ich da natürlich jetzt irgendwo im Gemüse drin stehe, voll im Material, dann will der ja immer auf Nullstellung wieder zurück. Und ihr seht mit den zwei Servos, also wir haben hier schon ein Gewicht und sind hier auch auf diesem Teppich, das auch dementsprechend einen Widerstand hat. Und das macht er aber sehr gut. Original wäre, wie bei anderen Modellbausätzen für Radlader, auch dieser RB35er Motor oder Servonaut Motor oder wie auch immer, wäre normalerweise hier stehend drin und würde mit einem Ritzel direkt übertragen und das direkt ansteuern. Ja, bin ich schon mal gefahren, so eine Lenkung, bei einem Modell, bei einem Dumper, und das taugt mir nicht. Also ich komme damit nicht klar. Es ist mit Sicherheit auch Übungssache. Aber es gefällt mir nicht. Warum gefällt es mir nicht? In einem echten Radlader wäre es natürlich so, ich habe ein Lenkrad. Das heißt, ich kurbel und jetzt steht er nach rechts eingelenkt und dann kurbel ich da einfach wieder zurück, bis ich wieder gerade bin und alles gut. So. Die Übersetzung natürlich von so einer Kurbel ist schon mal super und mein Lenkrad bleibt natürlich auch da stehen. Das heißt, wenn ich diesen Knopf halt so bis darüber drehe, dann bleibt er da. Bei einem Modell ist es ein bisschen anders. Ich habe hier kein Lenkrad, sondern ich habe hier diesen Joystick. Und wenn ich jetzt sage, ich
der steht jetzt schief und dann muss ich jetzt hier die Mitte finden. Das heißt, ich lenke jetzt zurück, also er würde ja da stehen bleiben bei dem anderen, bei der anderen Variante. Ja, gefällt mir nicht. Also ich finde da keine Mitte, das schaut furchtbar aus, wenn ich da fahre. Ich brauche Endanschläge an der Seite dann dafür. Und ich wollte es einfach haben, wie bei den anderen Modellen auch. Die müssen einfach geradeaus fahren können. Ja? Ohne, dass ich mich jetzt da irgendwie großartig verkopfen muss. So, das machen die Servos in dem Fall natürlich super. Aber eben für die Kraft 2 eingebaut. Ja, das andere war nicht meins. Seid ihr vielleicht anderer Meinung? Ich komme damit nicht klar. Ich wollte das so nicht haben. Mag seine Vorteile haben. Klar, ich kann ihn mal schräg hinstellen. Ich kann auch schräg ins Material reinfahren. Aber wenn ich hier ein bisschen nachdenke und einfach auch in der Bewegung bleibe, klar, wenn ich jetzt sage, ich schlage jetzt voll ein und lasse ihn dann richtig im Dreck stehen und sage so, und jetzt mach mal. Ja, es ist ein Modell, ja, Leute. Wenn ich hier ein bisschen in der Bewegung bleibe, dann habe ich da überhaupt kein Problem. Das ist wie mit der Walze, da mache ich das auch nicht. Das heißt, wenn ich noch ein bisschen am Rollen bin, und hier geht es nicht darum, dass ich hier Vollgas gebe, sondern sobald er ein bisschen in Bewegung ist, dann stellt er sich auch ganz leicht wieder zurück. Da habe ich gar keinen Schmerz. Ansonsten, die Kraft hat er. Es ist noch kein Servo durchgebrannt, sind zwei 12,5 Kilo Servos, die hier ihre Arbeit verrichten. Und von dem her, ich bin absolut zufrieden. Und da gibt es jetzt gar nichts weiter zu sagen. Hinten die Achse ist auch ein Modul. Hätte man sicherlich auch so machen können, aber ich war hier eher der Faule und habe gesagt, komm, ich nehme das Modul einfach mit, dann passt es. Und dahingehend habe ich auch das erste Mal diese RB35er Motoren tatsächlich in meinen Modellen verwendet, weil normal wisst ihr nämlich die 25 mm Motoren. Hier sind die RB35er drin, weil einfach die Module von Wolfgang das genauso vorsehen. Und genauso habe ich es umgesetzt. Also hinten haben wir eben diese Pendelachse drin. Ist super einfach einzubauen. Also muss immer wieder sagen, diese Module, ich bin absolut begeistert, auch von der Kraft und von allem her. Ein bisschen Feinschliff. Und auch wenn ich jetzt nicht ganz so viel Ahnung habe vom Modellbau und jetzt noch nicht irgendwie 10, 20 eigene Modelle zusammengebaut habe und die größten Maschinen daheim habe, es geht. Also es ist echt machbar. Schaut es mal rein. Sucht es mal bei YouTube. Genau. 4,2 Kilo, die kommen nicht von irgendwo her. Das liegt jetzt nicht nur an diesen Motoren oder an den Modulen. Die Module sind übrigens aus GFK, glaube ich, gefertigt. Also so ein weißen Hartplastik gefräst. Die Reifen sind ausgebleit. Und zwar, die sind richtig voll mit Blei. Hat den Vorteil, ich habe einen wahnsinnigen Anpressdruck. Genau an den Reifen merkt man auch, wenn ich eine Straße auffütter oder da öfters drüber fahre, das wird richtig plattgewalkt. Der verdichtet das also auch wahnsinnig gut, durch das, dass natürlich die Räder wesentlich weniger Auflagefläche auch haben, im Gegensatz jetzt zu der Walze zum Beispiel oder zu der D8. Auch eine D11, die kann noch so schwer sein, die hat einfach durch dieses lange Fahrwerk natürlich viel mehr Auflagefläche, wo sich der Druck verteilt. Hier konzentriert sich der Druck natürlich auf diese vier Punkte der Reifen. Reifen, wenn wir schon beim Thema sind, original Bruderbereifung, bin ich zufrieden. Klar, diese Gummireifen, die so erhältlich sind, schauen super aus, vor allem wenn er dann so ein bisschen neiwalkt, wenn er Material lädt. Mir gefällt so. Braucht gar nicht mehr. Ich bin auch hier absolut zufrieden. Es ist nichts, wo ich sage, gefällt mir nicht. Und deswegen hatte das auch absolut seinen Platz hier in der Flotte verdient. Ist super. Der Kippwinkel oben passt, die Schaufeltelemetrie passt, unten wie oben die Geschwindigkeit, die Kraft. Also diese vier Motoren hier, ich kann es euch hier gar nicht zeigen, die sind der Hammer. Also der ist eigentlich unstoppable. Den kriegst du nicht zum Stehen. Das Teil hat richtig Bums. Und durch das Gewicht und alles, der fährt sich super. Ja? Also ganz, ganz klassisches Modell. Und ich kann es nur jedem raten, wenn man drüber nachdenkt, sich hier irgendwo was zu bauen oder zu machen. Schaut euch das mal an. Schaut euch mal die Möglichkeiten an, den so umzubauen. Einmal macht der Umbau wahnsinnig Spaß, weil er einfach ist. Ja? Und ist ein klasse Modell.
Wollen wir gar nichts anderes sagen. Wenn noch irgendwo welche Fragen wären von eurer Seite, schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir unten in die Kommentare. Ich habe euch auch wieder die Sachen hier teilweise verlinkt, soweit ich was gefunden habe. Und auch der Link natürlich zu meiner Seite, wo ihr den Baubericht, noch ein paar Bilder, ein bisschen mehr Bilder findet zu dem Ganzen. Folgt meinem Kanal, dann kriegt ihr auch wieder alle Benachrichtigungen. Liked das Video und ansonsten, wie gesagt, einfach melden, einfach schreiben. Ich bin erreichbar und dann sehen wir uns morgen wieder mit dem letzten Teil, Teil 5 der Flotte, dem Volvo. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal wahnsinnig und dann würde ich sagen, bis morgen.